Wie kann er an die Macht kommen? Wie kann er an die Macht kommen? Wenn er die Kraft gehabt hat, an die Macht zu kommen, dann muss er auch die Kraft haben, mit dem Gesetz Allahs herrschen zu können. Er sagt, das ist ein Widerspruch, was du sagst. Guck mal, jetzt müsst ihr mal genau überlegen. Diese Aussage ist völliger Quatsch. Frau Merkel ist hier in Deutschland an die Macht gekommen. Hat die Kraft, jetzt die Scharia einzuführen? Nee. Versteht ihr? Das widerspricht völlig der Tatsache. Im Sudan, die haben die Scharia eingeführt in einigen Teilen der Welt. Da kam direkt eine Rakete auf Khartoum geschossen. Ja. Das heißt, wer nicht verstanden hat, dass in einer globalisierten Welt, ja, dass du nicht hantieren kannst in deinem Land, wie du willst, ach, der hat überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Und die Leute stehen, oh, mashallah, das ist ja ein starker Beweis. Es ist totaler Quatsch. Es ist ein Beweis gegen ihn. Du bist in deinem Haus, okay, du bist in deinem Haus. Kannst du in deinem Haus hantieren, wie du willst? Nee, du kannst in deinem Haus nicht hantieren, wie du willst. Du kannst nicht sagen, ja, du bist ja der Chef von der Familie, also kannst du auch in deinem Haus machen, was du willst. Das ist ein Widerspruch. Du kannst doch nicht mal einen Nagel in die Wand hauen, weil dann kommt der von oben runter und macht dir direkt Probleme. Ja, und genauso ist das heute auch. Das heißt, die Sache ist nicht so einfach, wie die Übertreiber sich das vorstellen. Ich habe das nur als Beispiel gebracht. Ich habe das nur als Beispiel gebracht, damit wir sehen, ja, dass wir immer genau präzise sein müssen, was dort genau gesagt wird. Ja, ja. Dann beispielsweise, ich gebe ein anderes Beispiel, weil natürlich, ich kriege immer mit, was teilweise auch über mich erzählt wird. Da ist irgendjemand im Internet sagt, Pierre Vogel kann überhaupt kein Arabisch. Er sagt dieses und jenes, ja. Du gehst auf dieses Video bei YouTube, dann siehst du rechts an der Seite Pierre Vogel Interview mit Kanat und Mesht, Pierre Vogel Vortrag in Spanien auf Arabisch, ja. Also und der Interview auf Arabisch und so weiter und so fort. Und der, Pierre Vogel kann überhaupt kein Arabisch. Und er sagt, Salam. Guck mal. Das ist erstmal falsch. Zweitens, wenn du mal Salam schneller ausgesprochen hast, das machen sogar Araber, weil du es auf der Zunge hast. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt der Beweis, dass du kein Arabisch kannst. Verstehst du, weil du einen Versprecher gemacht hast? So, jetzt musst du dir vorstellen, Leute schauen das Video, die wollen mich jetzt verteidigen. Die wollen mich jetzt verteidigen. Da schreiben die, ja, ist doch nicht so schlimm, wenn er kein Arabisch kann. Warum redet er denn so über euren Bruder und dies und das? Ach, direkt daneben ist ein Interview auf Arabisch. Auf welche Sprache habe ich die gemacht? Auf Chinesisch? Rede auf Arabisch. Auf welche Sprache habe ich die gemacht? Auf Russisch? Verstehst du? Anstatt erstmal, bevor man jede Sache, die einem erzählt wird, direkt zu konsumieren, erstmal ist das, was der erzählt, überhaupt richtig. Dann bringt er Beispiel. Samu heißt der Tod. Sam heißt Gift. Der hat aber selber nicht gesagt, dass ich gesagt habe, Samu alay, Sama alay, alay wasalam. Er hat mich gar nicht gesagt. Sallallahu alayhi wasalam. Stehst du, dieses am Ende ist zu schnell ausgesprochen geworden. Stimmt, hat er recht. Also ein Versprecher ist das. Und das ist etwas, worauf man nicht geachtet hat. Ja, so. Aber worauf ich hinaus will, ist, warum nehmen die Leute direkt die Aussage von jemandem an, nur weil er sich mit dem Hut präsentiert und irgendeinen Unsinn erzählt? Deswegen sage ich euch das nochmal. Ich habe das nur als Beispiel gerade gebracht. Nicht alles, was euch erzählt wird, konsumiert das sofort, ohne zu hinterfragen. Ja? Ihr seht, wenn ich euch was bringe, ich bringe euch immer die Beweise und erkläre das auch, sodass ich jedes Blatt vom Baum pflücke, inshallah. Ja, wie gerade dieses Beispiel, was ich gebracht habe mit diesem Übertreiber im Takfir. Es ist völlig falsch. So, dann jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und ich könnte da noch einige andere Punkte zu sagen. Ja. So, das heißt, wenn wir etwas hören, da kommt irgendjemand, der kriegt einen Doktortitel verpasst, bitteschön. Das ist der so und so und das versuchen die momentan. Jede Woche kommen die mit irgendeinem anderen, dem sie einen Doktortitel gegeben haben, ja. Oder nicht jede Woche, das ist jetzt übertrieben gesagt, ja. Aber die bringen irgendeinen aus dem islamischen Land, ja, der einen auf Muslim macht und den Islam schlecht redet. Und ich sage, wir müssen ja auch ein bisschen Verstand haben. Warum ist das so? Warum sagt er nicht, er ist kein Muslim? Weil da eine Taktik hintersteckt. In 40 Jahren Islam in Deutschland
haben die Leute sich immer weiter von der Religion entfernt. Plötzlich kommen die Jugendlichen zurück zur Religion in Massen. Das ist nicht das, was ich sage. Das ist das, was Nicht-Muslime sagen, in Zeitungen und so weiter. So, dann sagen die, die demografische Entwicklung in Deutschland ist so, dass die Muslime mehr Kinder kriegen als die Nicht-Muslime. Und dass in 20 Jahren oder in 30 Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahren, die Bevölkerung in Deutschland auf 60 Millionen schrumpft. So, und dann ist der Einfluss der Muslime größer. So, wir wollen aber keine Muslime haben, die die Religion richtig praktizieren, sondern wir wollen Muslime haben, die den Islam so verstehen, wie wir das Christentum verstehen. Das heißt, wo mir was gefällt, nehme ich es, muss man alles nicht so ernst nehmen, wo was nicht gefällt, nehme ich es nicht. Weil der Islam sonst mehr und mehr Einfluss kriegt. So, wenn du jetzt mit jemandem kommen würdest, der sagt, ja, er ist kein Muslim, oder Müller, Meier, Schmitz redet über den Islam, das hat auf die Muslime nicht so einen Einfluss, als wenn jemand kommt, der sagt, er ist Ägypter, und dann kennen die Minderwertigkeitskomplexe unserer Leute, ja, und ja, der hat einen Doktortitel, der hat studiert in Deutschland, und dann bringt er 3, 4 Fremdwörter, ja, dann sind die Leute direkt, der kann ja gar nicht falsch liegen, verstehst du? Das ist das Problem, und dann erzählt er irgendeinen Blödsinn. Bruder, ich bin das Buch die ganze Zeit am Lesen, ich warte noch, weil ich muss mich ja informieren, was die anderen sagen. Ich warte bis jetzt auf ein logisches Argument. Nee, es ist alles Tohuwabo, vermixt von Handlungen, die Leute machen, die nichts mit dem Islam zu tun haben, vermischt mit Sachen, die mit dem Islam gar nichts zu tun haben, vermischt mit Dingen, die im Westen passiert sind, die aber nicht bei uns passiert sind, dann irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Soziologen aus dem Westen, die gar nichts mit der Situation woanders zu tun haben, ja, und die Leute sitzen da und denken, boah, kann ja gar nicht falsch sein, ja, das wollte ich erstmal dazu sagen, so, dann. Jetzt fragen wir, woher kommen jetzt diese Vorwürfe überhaupt? Der Islam sei gegen den Verstand. Da sagen wir erstmal, allgemein gibt es im Westen eine Haltung, dass die Vernunft die universale Urteilsinstanz sei. Und das ist passiert, nachdem die Kirche, die Religion, ihren Einfluss auf die Menschen verloren hat. Ja. Und die Kirchenväter haben gesagt, der Glaube tötet die Vernunft, haben die gesagt. Das heißt, die projizieren eigentlich die Situation, die man in Europa hatte, auf den Islam, wo der Islam eine ganz andere Herangehensweise zur Vernunft hat. Ja, so. Dann die zweite Sache ist, man hört immer diesen Ausdruck, Glaube sei nicht Wissen. Im Westen und überhaupt in Europa hat sich durch verschiedene Denker die Haltung manifestiert, dass Glaube der Vernunft widerspricht. Und dass Glaube nicht vernünftig sei, sondern so etwas wie Aberglaube. Bei uns ist es aber anders im Islam. Deswegen, das ist auch wieder etwas, was man nicht auf den Islam beziehen kann. Denn wir sagen, wir haben Beweise für die Wahrheit. Wir sagen selber zu den anderen, und das ist eine Haltung der Muslime, wie Allah im Koran sagt, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bringt uns eure Beweise, wenn ihr wahrhaftig seid. Ja? Dann die nächste Sache ist durch die Aufklärung. Denn wie gesagt, durch die Aufklärung hat sich das manifestiert, wie ich eben schon gesagt habe, dass eigentlich die Vernunft die universale Urteilsinstanz ist und dass die Vernunft dem Glauben widerspricht. So, diese ganzen Punkte. So, all diese drei Punkte, die den Grund dafür sind, dass jetzt bei uns annehmen, dass der Islam gegen die Vernunft sei, sind nicht auf den Islam beziehbar. Aber okay, wir gehen weiter. Jetzt fragen wir, welche Vorwürfe gibt es genau? Und da haben wir im Prinzip drei Vorwürfe. Erster Vorwurf, leeres Geschwätz wie eben. Einfach nur, ja, es ist einfach die Vernunft, wir müssen die Vernunft und so weiter. Zweitens, Erfindungen. Wenn der Islam richtig ist, warum haben wir denn den Mercedes erfunden? Und warum haben wir die Kaffeemaschine erfunden? So. Die Sache können wir ganz leicht abschweifen, indem wir sagen, ganz einfach, weil ihr euch in dieser Sache mehr Mühe gegeben habt. Ganz einfach. Und weil ihr in dieser Sache Erfindung, was heißt Erfindung? Wann passiert eine Erfindung? Was macht man in einer Forschung? In einer Forschung macht man Experimente. Beispielsweise. Und bei Experimenten
Es kann sein, dass einer 100 Jahre Experimente macht, der ist besonders intelligent, aber der erfindet nichts Neues. Aber durch die Experimente und immer wieder die Versuche gestartet und die Anstrengung, hat man rausgefunden, aha, jetzt funktioniert es. Dann, jetzt fliegt es beispielsweise, jetzt fährt es beispielsweise. Das sind Experimente. Das heißt, ist mit Anstrengung verbunden und mit Denken verbunden. Die Griechen beispielsweise, die haben keine Erfindungen gemacht. Die haben nur gedacht. Und die haben viele Fehler gemacht in ihrer Theorie, weil es bei denen verpönt war, Experimente zu machen. Bei denen war es verpönt, Experimente zu machen. So wurde beispielsweise von den alten Griechen gesagt, die großen Denker, wenn man auf einem Turm steht und man wirft eine Kugel runter, die 1 Kilo schwer ist, und eine Kugel, die 2 Kilo schwer ist, dann kommt die Kugel, die 2 Kilo schwer ist, früher unten an als die Kugel, die 1 Kilo schwer ist. Wurde jahrelang wurde das behauptet. Jahrzehntelang. Bis dann einer mal das Experiment gemacht hat und gesagt, die kommen unten gleich an. So, das war bei denen verpönt. Die haben auch keine Erfindung. Das heißt aber nicht, dass die nichts im Kopf hatten. So, hier ist es so, im Islam, man muss einfach sagen, die haben sich mehr angestrengt. So einfach ist das. Aber ist eine moderne Erfindung ein Maßstab dafür, dass Menschen glücklicher sind? Auf gar keinen Fall. Die Menschen in den islamischen Ländern sind glücklicher als die Menschen hier. Jeder, der in die islamischen Länder fährt, kann das sehen. Die einzigen, die dort nicht glücklich sind, sind die, die sich den ganzen Tag Baywatch angucken und denken, boah, wenn wir dort leben würden, da im Paradies auf Erden, dort in Deutschland, da fliegt das Hähnchen einem in die Luft. Deswegen viele, die kommen hier hin und sagen dann, das ist gar nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe gesagt, wäre alles wunderbar. Natürlich gibt es hier super Sachen, medizinische Versorgung, ja, beispielsweise auch Sauberkeit. Natürlich gibt es das. Da wollen wir nicht drüber reden, aber ich sage trotzdem, das ist nicht der Maßstab dafür, ob jemand glücklich ist oder nicht. Und schon gar nicht der Maßstab dafür, ob die Religion richtig ist oder nicht. Denn prinzipiell, wer hat das eigentlich in der Religion festgesetzt, dass du sogar den Schaden vom Weg wegräumen sollst? Wenn es jetzt um Sauberkeit geht, um Müllentsorgung. Ja. Der Prophet, alaihissalatu wassalam, Al-Imanu bid'un wa sab'une shu'ba, fa'ala qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatu al-adha an al-tariq. Ganz klare Aussage. Er sagt, ja, der Iman, der hat 70 und einige Abteilungen, und die höchste davon ist, dass man sagt, la ilaha illallah, und die kleinste ist, dass man etwas, was Schaden verursacht, vom Weg wegräumt. Das heißt, normal muss man den Müll entsorgen. Ja, okay. Gucken wir hier in Deutschland. Mashallah. Alles wie geleckt. Müllentsorgung, Trennung und so weiter. Gehst du in einige arabische Länder oder einige islamische Länder, denkst du, du bist auf der Müllhalde. Jeder schmeißt sein Ding aus. Der hat eine Dose getrunken, der schmeißt sie aus dem Fenster raus. Okay. Ist das Islam? Das ist dann, die Leute praktizieren nicht Islam. Und das muss man unbedingt trennen. Und das machen alle diese Pseudo-Islam-Experten nicht. Weil für uns ist es ganz wichtig, Islam ist nicht, was der Muslim macht. Islam ist das, was der Muslim machen soll. Islam ist nicht, was der Muslim macht. Islam ist, was der Muslim machen soll. Beste Beispiel. Ja, das ist ein Beispiel gerade. Ja, ich habe nirgendwo in der Bibel einen Vers gesehen, der dazu aufruft. Anderes Beispiel. Zwangsheirat. Der Islam verbietet das. Ganz klarer Text. Aber Muslime praktizieren das trotzdem, oder? Ja, die tun nicht das, was ihnen gesagt wird. Ganz einfach. So. Dann der nächste Punkt ist, was dem Verstand widersprechen soll, ist Punkte in der Scharia. Erstens, was dem Verstand viel mehr widerspricht, ist, dass man immer über die Scharia redet und gar nicht weiß, was Scharia ist. Denn wenn du jemanden fragen würdest, das heißt, die reden über einen Fachbegriff, über Scharia, und die wissen gar nicht, was Scharia ist. Die wollen die Scharia. Das sind alle im Dreieck am Tisch. Was ist denn Scharia? Kannst du mal erklären, was Scharia ist? Da kommen sie, ja, Hand abhacken, Khomeini. Okay, was ist das Scharia? Achi, diese ganzen Sachen wie Steinigung, Todesstrafe, das ist 1% von, wenn überhaupt, 1% von der ganzen Scharia. Scharia ist, wie du betest, wie du fastest, wie du heiratest. Es ist alles Scharia.